Hallo zusammen, Chris hier von Fotoinspirator. Heute soll es mal um ein bisschen was anderes gehen. Und zwar möchte ich euch einen kleinen Einblick in die faszinierende Welt der sogenannten Fraktale geben und wie ihr fraktale Muster wie diese hier mit ganz einfachen Schritten in Photoshop selbst erstellen könnt. Fraktale basieren auf einfachen mathematischen Formeln, welche unendliche Komplexität erschaffen können. 1980 publizierte der französische Mathematiker Benoît Mandelbrot eine einfache Funktion, z gleich z² plus c. Man wendet diese aber nicht nur einmal an, man nimmt das Ergebnis und führt diese Funktion erneut damit aus. Diesen Vorgang nennt man Iteration. Stellt man diese Iterationen grafisch dar, entsteht ein Muster. Die Mandelbrotmenge. Je öfter man die Berechnung durchführt, desto komplexere Details werden sichtbar. Letztendlich kann man diesen Prozess unendlich oft durchführen. Die einzige Einschränkung ist die Rechenleistung eures Computers. Die Muster, die man hier finden kann, wirken seltsam vertraut. Mandelbrot gab ihnen den Namen Fraktale. Fraktale Muster kommen einem so bekannt vor, da diese Formen auch überall in der Natur zu finden sind. Die wichtigste Charakteristik von Fraktalen ist die sogenannte Selbstähnlichkeit. Ob man näher ranzoomt oder weiter weggeht, das Fraktal sieht weitgehend gleich aus. Das Fraktal als Ganzes sieht genauso aus wie ein Teil davon, der genauso aussieht wie der nächstkleinere Teil. Die Ähnlichkeit des Musters setzt sich unendlich weit fort. Die Filmausschnitte, die ihr hier sehen könnt, sind übrigens aus einem Fraktalvideo, das ich in Kooperation mit dem YouTube-Kanal Chillheimer erstellt habe, welches sich komplett dem Thema Fraktale widmet. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir befinden uns nun in der faszinierenden Welt von Photoshop und ich möchte euch nun mal an drei Beispielen zeigen, wie ihr solche komplexe, fraktale Muster mit ein paar ganz einfachen Schritten selbst erzeugen könnt. Dafür habe ich hier ein leeres Dokument angelegt und was ich als erstes gemacht habe, ich bin auf die Seite Brush Easy gegangen, habe mir da ein paar Pinsel heruntergeladen, sind alle umsonst, gibt einfach mal sowas ein wie Abstract Smoke und ihr bekommt direkt eine große Auswahl angezeigt. Ich habe mich hier für diese entschieden. Könnt ihr einfach herunterladen, ist eine ZIP-Datei. Darin befindet sich eine ABR-Datei. Und die können wir ganz einfach in Photoshop importieren. Schaut, dass euer Pinselwerkzeug ausgewählt ist. Öffnet hier die Einstellungen. Nun könnt ihr hier über dieses kleine Symbol Pinsel importieren. Das Ganze habe ich schon gemacht. Das Ganze sieht dann so aus. Hier sind die ganzen Pinsel drin. Erstelle mir aber zunächst eine leere Ebene. Schau, dass weiß ausgewählt ist und jetzt wähle ich mir eine dieser Formen aus. Mit dem habe ich vorher ganz gute Erfahrungen gemacht und male mir hier diese Rauchstruktur hin. Das war es auch schon mit dem Pinsel. Ich dupliziere diese Ebene durch Drücken von STRG J, drücke danach STRG E, um diese beiden Ebenen zu verbinden. Dadurch kriege ich einfach insgesamt ein bisschen mehr Kontrast in das Bild herein. Drücke nun STRG T. Und positioniere das Ganze ja, so hier in diesem Bereich. Was ich dann immer noch sehr gern mache, ich mache hier einen Doppelklick drauf, um die Ebenenstile zu öffnen. Und erstelle mir hier so eine Verlaufsüberlagerung. Könnt ihr einfach irgendeinen beliebigen Verlauf erstellen, das was euch am besten gefällt. Aber das finde ich sieht schon mal ganz interessant aus. Dann mache ich einen Rechtsklick und gehe auf Ebenenstil rastern. Dadurch werden die Ebenenstile angewendet. Dupliziere mir diese Ebene. Und alles, was ihr jetzt noch machen müsst, ihr drückt STRG T. Schaut, dass hier dieses Symbol verfügbar ist. Das könnt ihr hier oben aktivieren. Zieht dieses nach rechts. Und nun, wenn ihr das Ganze dreht, dreht sich das Bild um diesen Punkt. Das machen wir jetzt mal so ein bisschen ungefähr in diese Richtung. Ich verkleine mir das Ganze. Da ist ein guter Wert immer sowas zwischen 95% und 97%. Könnt ihr eben hier oben sehr gut sehen und verschiebt das Ganze noch so ein bisschen auf diese Höhe. Da einfach mal ausprobieren. Bestätige das Ganze und nun kommen wir zur eigentlichen Magie. Ich drücke STRG Alt, Shift und T und ihr seht, der Schritt hat sich wiederholt. Ich mache das Ganze erneut
Und ihr seht, ich bekomme hier so eine Schneckenform. Dann schaut, dass die oberste Ebene ausgewählt ist. Geht ganz nach unten bis zu eurer letzten Ebene, drückt STRG und ihr habt das Ganze zusammengefasst. Verkleine mir das Ganze noch ein bisschen. Und wir haben unsere erste fraktale Schnecke erstellt. Was ich dann immer noch gerne mache, ich experimentiere gerne ein bisschen mit dem Verlaufswerkzeug, da euch einfach auch wieder einen Verlauf erstellen. Schaut, dass vielleicht hier noch der Radialverlauf ausgewählt ist. Und erstellt euch einfach hier so eine Form. Spielt ein bisschen mit der Deckkraft. Und schon haben wir unser erstes interessantes Fraktal erstellt. Schauen wir uns das Ganze noch an einem zweiten Beispiel an. Wer vielleicht unser Video zum Thema Physiogramme gesehen hat, der erinnert sich vielleicht an diese Struktur. Physiogramme sind Light Paintings, die durch rotierende Lichtquellen entstehen. Link findet ihr oben in der Infobox. Und was wir jetzt als erstes hier machen müssen, ist, das Schwarz komplett zu entfernen. Das können wir durch einen einfachen Trick machen. Ich gehe hier auf Kanäle und schaue mir an, welcher der Kanäle den besten Kontrast hat oder die meisten Informationen. Würde mal sagen Rot. Drücke die STRG-Taste und klicke mit der linken Maustaste hier auf den roten Kanal. Ihr seht, es wird eine Auswahl erstellt, hat aber noch nicht alle Informationen, die ich haben möchte. Ich drücke die STRG und Shift-Taste gleichzeitig und wiederhole mit der linken Maustaste diesen Schritt, bis, sage ich mal, der meiste Bereich ausgewählt ist. So sieht das eigentlich ganz gut aus. Aktiviere meine ganzen Kanäle. Wähle mir hier das Auswahlwerkzeug aus und speichere mir hier diese Auswahl. Einfach irgendwas eingeben. Dupliziere mir diese Ebene. Drücke STRG und C. Erstelle mir eine weitere neue Ebene und drücke STRG und V. Und jetzt seht ihr schon, ich habe dieses Lichtmuster komplett freigestellt. Deaktiviere mir diese Ebenen, erstelle mir vielleicht noch schnell eine schwarze Hintergrundebene. Und ja, jetzt können wir den gleichen Schritt wie im vorherigen Beispiel einfach wiederholen. Bringe das Ganze hier so grob in eine Ausgangsposition. Erstelle mir eine Kopie dieser Ebene, drücke STRGT, bringe diesen Mittelpunkt nach rechts. Und wiederhole die Schritte. Und wir haben eine interessante Schnecke mit dieser Form erstellt. Je nachdem, wie ihr den Winkel einstellt an dieser Position, kommen eben unterschiedlichste andere Formen bei der ganzen Sache raus. Da einfach mal ein bisschen experimentieren. Dann möchte ich euch noch ein drittes Beispiel zeigen, in aller Kürze, wie dieses komplexe Muster entstanden ist. Und zwar ist hier einfach die Ausgangsform dieses kleine Symbol. Das habe ich mir einfach aus dem Kreis erstellt, habe da mit den Ebenenstilen einen bestimmten Farbstil einfach ausprobiert. Und ja, die Kreise quasi ein bisschen verkleinert, damit diese Version dabei herauskommt. Dadurch entsteht als erste Form mit den gleichen Schritten wie vorher dieser, naja, ich nenne es mal Tentakelarm. Den habe ich quasi dupliziert, um 120 Grad gedreht und das gleiche nochmal wiederholt. Dadurch bekommen wir hier was so ein bisschen aussieht wie ein Seestern. Im nächsten Schritt habe ich diesen Seestern einfach kopiert. Ein bisschen eingefärbt, einfach hier durch so eine Farbton- und Sättigungsebene und habe das Ganze jeweils nochmal gedreht und verkleinert. Ja, und im Folgenden bin ich genau gleich vorgegangen wie bei den anderen Beispielen auch. Ich habe mir eine Kopie der Gruppe erstellt, habe diese zusammengefügt, habe mir eine Kopie wieder erstellt, das Ganze wieder leicht rotieren lassen, minimal verkleinert, ja, dann irgendwie so eine Form hier ausgewählt und die Schritte einfach wiederholt. Ich zeige euch mal, was da für eine Form rausgekommen ist. Ich das Ganze hier zusammenbringe, je nachdem, wie ihr da dabei vorgeht. Ihr müsst da immer ein bisschen rumexperimentieren, was ihr für einen Winkel habt, aber dadurch kommen eben immer komplexere Strukturen zustande. Da einfach mal ein bisschen umspielen. Ihr könnt am Schluss noch mit den Farben experimentieren und dadurch kommt im Prinzip diese Form raus. Das Entscheidende ist eben, wie ihr hier den Drehwinkel
einstellt, um das Ganze zu bearbeiten. Davon hängt nachher quasi die Form ab, die er rausbekommt. Manchmal sieht es eher aus wie so eine Schnecke, das andere eher wie so ein Tentakel. Aber das ist im Großen und Ganzen die Vorgehensweise. Das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen interessante Einblicke in diese faszinierende Welt der Fraktale geben, wo ihr mit ganz einfachen Schritten, quasi Iterationen, wie am Anfang erwähnt, diese komplexen Muster erzeugen könnt. Ist wirklich eine tolle Sache, macht sehr viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, probiert's gerne mal aus, lasst uns einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Fotoinspirator-Video. Bis bald, Leute. Macht's gut und ciao.